So. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Da sind wir in der Boss-Map. Nachdem die letzte Map, das Ende der letzten Map, muss man dazu sagen, Katastrophe war, bin ich echt gespannt, wie die Map jetzt wird. Weil die Boss-Maps von den ersten drei Episoden, die waren ja eher so lala. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Hier ist dunkel, aber da ist nicht. Oh Gott, nein! Hier ist Wind! Also, ich werde geschoben. Die seitliche Bewegung gerade, die war nämlich nicht ich. Das heißt, wir können auch hier nicht, ja, wir können auch nicht zielen, weil unsere Munition natürlich auch abgelenkt wird. Na klasse. Aber gut, wir haben hier noch ordentlich Munition. Ich hoffe mal, die wird nicht abgelenkt. Nein, wird sie nicht. Ich dachte gerade schon, dreht sich ja die Dauer auf dem Kreis, ey, das wäre es ja gewesen. Das wäre es ja jetzt. So, Seite 1 haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Oh, dann geht er also gut runter. Und, oh, interessant. Das war gerade mein Tisch. Okay, da unten sind auch welche. Und sogar welche, die in unserer Flugbahn sind. Oder bei denen wir in der Flugbahn sind. Letzten nur von hier. Oh. Alter, was ist das für... Beschäftigungstherapie hier. Also ist jetzt nicht negativ gemeint. Kommt mir aber nicht wirklich wie so ein Endlevel vor, sondern eher wie so ein, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das Schlimmste an der Map ist eigentlich die Strömung hier, die hier überall ist. Ansonsten, die Gegner sind eigentlich eher leicht. Außer, dass sie natürlich massiv Munition verbrauchen. So, draußen lebt irgendwo noch einer. Ach, da hinten sind noch welche. So, auf der anderen Seite auch? Ja, natürlich. Was eine Frage.
Aber da ist nur einer. Oder der andere ist schon runtergekommen. Diese Dinger, die fahren ja andauernd hoch und runter. So, hier ist hier auch schon. Ja, natürlich ist hier auch ein Mager. So. Jo, zum Glück haben wir die blauen Munition benutzt, weil davon gibt es hier noch reichlich Nachschub. Jo, die gelbe hat da auch gereicht und davon gibt es ja auch mächtig viel. Aber bei die gelbe Munition ist wahrscheinlich die gedroppt haben. Weil die gelbe, die liegt ja so in der Wolke verteilt. Also ist das wirklich wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. So, hier ist eine Brücke, außer eine Sprosse fehlt. Egal, ich kann ja rüber. Das ist das Wichtigste. Hier ist auch eine Scheißströmung, Alter. Überall so eine Kackströmung. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Fahrstühle rauf. Ich schätze mal, das sollen wir tun. Wow, wir sind auf den Fahrstuhl. Gibt keine Strömung. Okay, Unsterblichkeit. Unsterblichkeit. Alter, war noch einer. Boah. So, mache ich EFG-Munition. So. Also ich muss schon sagen, diese Türen sind echt gut versteckt. Nein. Lass mich drauf. Genau. Oh, Alter. Ach, schon wieder genauso eine Tür. Okay, eine Tür in der Tür. Hä? Ah, lol, alle drei Dinge sind miteinander verbunden. Ist ja interessant. So, war hier noch? Nee, war hier noch? Nee, genau. Okay. So, jetzt zur anderen Seite, da können wir mal das gleiche machen. Soll ich noch ein bisschen Munition einsammeln? Hier gibt es keine Verbindung zur nächsten Tür. Okay, das heißt, der nächste Raum ist endlich mal ein besonderer Raum. Ja, hat doch einen eigenen Aufgang. Hä? Okay. Ja. Natürlich wieder Strömung. Klar. Ja. Diese Physik. Das macht jetzt genau welchen Sinn? Fragezeichen. So, da in der Mitte ist was, wo wir einen gelben Key brauchen. Haben wir? Nein, wir haben keinen gelben Key. Moment mal, da war eine Verbindung. Okay, ich muss nochmal bei den mittleren Dingern. Ich kann natürlich gerade hochgehen. Ich falle. Kommst du denn jetzt her? Mann, ich wollte doch Huren so. Oh, das dauert hier aber. So. Oh, hier ist jetzt eine Verbindung. Okay.
Nächste, was mir gerade einfällt, bei der letzten Map. Vielleicht war doch nur deswegen so schwer, weil wir es komplett verpatzt haben, mal Danke. Vielleicht war es auch nur deswegen so schwer, weil wir es verpatzt haben, mal ein paar Items einzusetzen. Wir haben zigtausend Items und nutzen die gar nicht. Egal. Man braucht ein scheiß Ende. 5 Totenköpfe müssen nicht sein. Egal welche Ausrede man als Entschuldigung hat. 5 sind zu viel. Das kann jeder Mensch sagen. Aha. So, ja, wie gesagt, hier brauchen wir die gelbe Karte. Kurz mit dem unten hier. Und die müssen wir erstmal bekommen. Irgendwie. Die Frage, hä? Jetzt ist da hier. Ach lol, deswegen kam da auch dieser scheiß Magier auf einmal raus. Hallo? Sag mal. Ah, okay. Wieder per Line Dev. Deswegen kam auch dieser scheiß Magier raus. Das erfährt ja einiges. So, gelbe Tür, da ist er. Nein, da ist er. So. Ein Schalter, aber kein Exit-Schalter, der wäre dunkelblau. Das heißt, irgendwas erwartet uns, was jetzt hoffentlich mal ein bisschen. Ne? Alter, was ist denn das schon wieder hier für ein Kindergarten? Das ist eine ganz große Tür, wie es aussieht. Hey, ist da gerade noch jemand? Da läuft doch jemand lang, oder? Ja, da war noch jemand. So, das Ding ist natürlich zugegangen, danke dafür. Hä? Wir haben doch da oben alle umgebracht. Wo kommen die denn jetzt her? Ach, das ist doch mal eine außenliegendere Tür. Okay, komme ich mal nach außen? So, der Schalter verheißt nichts Gutes, so groß wie diese Tür ist. Also gab es doch noch richtige Secrets. Weil diese beiden Räume, die uns jetzt gerade umkreisen, da gab es keine Tür, oder? Nein. Ja, gut, wir haben auch gerade mal eins von drei Secrets. Wo war das erste Secret? Achso, da hinten, das mit dem. Der. Ein Raum, wo ein Key drin ist, ist doch kein Secret. Ein Secret ist quasi ein Bonus. Aber der gelbe Key, den brauchen wir doch zwingend. Also kann das doch kein Secret sein. Was ist das für eine Logik? Na gut, okay. Ich speichere einfach mal. Und dann geht's los. Wie soll man hier mit der BFG arbeiten? Okay. Klingt sogar relativ gut. Jetzt geht nochmal weg hier. Damit ihr wisst, was ich gerade gemacht habe. Ich habe gerade die quasi mit der Hand, die normalerweise auf WASD liegt, hatte ich gerade auf der Enter-Taste. Und während ich mit der Maus die ganze Zeit Feuerbälle verschossen habe, habe ich mit der linken Hand immer die Enter-Taste gedrückt, um unten diese Fläschchen zu aktivieren. Hat sogar geklappt tatsächlich. Witzigerweise. Lol. So, da ist jetzt das Ziel. Die Frage ist, kommen wir auch zurück, weil ich würde da oben gerne rein. Hm. Ja, das dürfte jetzt wirklich das Ziel sein.
Und wir können keine Munition einsammeln, kein Licht, kein gar nichts. Ja, na gut, egal. Auf jeden Fall, das würde ich mal sagen, das ist dann, das ist unfair. No clip. Ich würde echt gern wissen, was sind denn noch? Und welche Sachen gibt's? Sowas wie echte Secrets. Aha, das wäre das schon mal nicht. Natürlich, oder in den kleinen Räumen natürlich. Das kann natürlich auch. Ah, ja. Lol. Okay, das ist geil. Das gefreut mir. Ja, siehst du, in den kleinen Räumen, weil es auch so dunkel war, habe ich überhaupt nicht auf sowas geachtet in dem Moment. Ich sehe, es war sogar noch ein bisschen Book of Strange gehabt. Oder wie die Ding heißt. Ah, gut. Ich würde mal sagen, oh, eigentlich können wir jetzt direkt in die nächste Episode gehen, oder? Gibt's da nichts mehr. Gegner haben wir besiegt. Siehst du, wie sieht's eigentlich aus mit Munition? Munition ist soweit gut. Na gut. Dann, während uns die Gravitation nach links schiebt, wechseln wir mal kurz die Map. E5M1. Ach du Scheiße. Okay, ich habe gerade beschlossen, die nächste Episode machen wir nicht. Einfach, weil ich jetzt schon Vögel sehe, die mir auf den Sack gehen. Das weiß ich jetzt schon. Und ich weiß nicht, ob ich das überleben werde. Ich glaube, wir fangen einfach direkt mit Hexen an. Oh Mann, Alter. Das ist so, ich weiß nicht, also... Ich weiß nicht, ob wir die fünfte Episode jetzt wirklich noch machen sollten. Ich werde mir mal privat so ein bisschen zu Gemüte ziehen. Einfach mal so in die Maps reinspringen, gucken, wie viele rote Vögel... Weil die gehen mir halt echt hart auf den Sack. Vor allem diese Totenschädel da auch noch. Also irgendwie ist es Add-on, also die letzten beiden Episoden, wie gesagt, die letzte kenne ich jetzt nicht, aber die erste Episode von den beiden Episoden war schon mal zum Ende hin eher Mist. Naja, mal gucken. Gucken wir mal. Mein Hund rebelliert auch schon. So, wir haben jetzt genau 2 Wochen wir haben jetzt mittlerweile, wir haben mehr als 2 Wochen jetzt schon mit Hexen gespielt. Herr Wettig, ich glaube, wir sollten wirklich mal zu Hexen wechseln, weil wir haben jetzt noch, wir haben noch einiges vor uns. Zum einen, ja, wie gesagt, Herr Wettig haben wir jetzt abgeschlossen. Da sind wir jetzt quasi bei E5 M1. Zur Not, die letzte Episode können wir später immer noch machen. Ist ja nicht, dass jetzt an der Stelle gar nicht mehr weitergeht, sondern ja, Herr Wettig ist gerade so, ne? War schön, aber es ist gerade irgendwie genug. So, von daher würde ich mal sagen, die fünfte Episode heben wir uns einfach mal auf. In dem Sinne würde ich mal sagen, schicke ich das erstmal nach pausiert. Hammer Inclusion 2. Achso, Singleplayer, wollte ich gerade sagen, weil hier unser Server-Let's Play ist ja hier, ne? Ist ja noch. Und dann fangen wir einfach dort direkt mit Hexen an. Und bei Hexen müssen wir gucken, welchen erzählen, wenn wir dann mit Hexen direkt anfangen, weil, wie gesagt, bei Hexen gibt es keine klassischen Level, sondern da gibt es sogenannte Hubs. Und die sind groß. Weil es gibt so 3 Hubs oder 4 Hubs, keine Ahnung, oder 5 Hubs. Ich weiß nicht mehr. Ist schon ewig her. Aber ja, werden wir denn sehen. Auf jeden Fall, Herr Wettig, ne, für die, die unbedingt Herr Wettig sehen wollen, sorry, müssen ein bisschen warten. Oder einfach mal selber spielen. Ich weiß gerade nicht, wie teuer Herr Wettig ist. Als ich es damals gekauft habe, war es sehr teuer, aber da war es ja auch neu.
mittlerweile, ich glaube mal, gibt es das bei Steam von Apple und Nye. Ja. In dem Sinne, schau mit V und nächstes Mal machen wir den Hexen.